Opel wird die Zusage einer lebenslangen Garantie nicht zurücknehmen. Alain Visser, Opel-Geschäftsführer für Verkauf, Marketing und Aftersales, ließ keinen Zweifel daran. Der Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, die Opel irreführende Blickfangwerbung vorgeworfen hatte, werde man die Aktion erklären, warum Opel so kommuniziert habe. Die geforderte Unterlassungserklärung werde auf keinen Fall unterschrieben. Wir sind auf dem richtigen Weg, ist sich Visser sicher. Opel hatte am 5. August erstmals die lebenslange Garantie veröffentlicht, die erste Garantie ohne Zeitbeschränkung über 160.000 Kilometer, was bei einer durchschnittlichen Fahrleistung in Deutschland von kaum mehr als 12.000 Kilometern pro Jahr eine Lebensdauer des Fahrzeugs von rund 14 Jahren bedeutet. Porsche hat ab September für den Panamera Turbo eine Leistungssteigerung im Angebot, die die Motorleistung um 40 PS auf 540 PS anhebt. Zudem erweitern ein Sport-Design-Paket und das neue 20 Zoll Panamera Sportrad das Individualisierungsangebot für die Gran Turismo-Baureihe. Kernelemente der Leistungssteigerung für den Panamera Turbo sind zwei neue Turbolader mit Titan-Aluminium-Turbinenrädern, die über eine angepasste Motorsteuerung zu einem nochmals spürbar verbesserten Ansprechverhalten des Motors führen. Der Toyota Prius Plug-in Hybrid hat im Praxistest der Fachzeitschrift Auto, Motor und Sport einen neuen Verbrauchsrekord aufgestellt. Als Testverbrauch unter typischen Alltagsbedingungen ermittelten die Redakteure des Magazins einen Durchschnitt von 4,8 Litern auf 100 Kilometer. Dies waren noch einmal 15% weniger als beim normalen Prius und der niedrigste Testverbrauch, den die Zeitschrift je für einen Benziner ermittelt hat.